Besprechung der Aufgabenstellung im CDA, page 47, numéro 10. A. Regardez l'image et lisez l'introduction. Décrivez la famille de François. Février 1656, à Fleury-en-Bière, un village à 70 km au sud de Paris, près de la forêt de Fontainebleau. C'est là qu'habite la famille de François. Das heißt, sie sind 70 Kilometer südlich von Paris, in der Nähe eines Waldes, in einem Dorf, un village. Sur l'image, il y a une femme avec un bébé, un, deux, trois garçons et deux filles. Là, c'est François. Alors, François a cinq frères et sœurs. Je crois qu'il a une grande sœur et un grand frère. 10. B. Lisez la BD, page 48 à 51. Répondez aux questions et justifiez vos réponses. Est-ce que la famille de François est riche? Pourquoi? Alors, regardez l'image. Il y a un feu et une bougie dans toute la salle. Il y a un rideau et l'étoffe n'est pas bonne. Il y a une étoffe réparée, une vieille étoffe, une table simple, une cruche simple, des assiettes, bol très simple. Regardez les vêtements. Les vêtements sont très simples. Il faut chercher du bois, Holz holen gehen, pour le feu. Et regardez ici, le lard dans la soupe. Seulement le dimanche. Da gibt's nur Sonntagsspeck in der Suppe. Donc, non, ils ne sont pas riches. À votre avis, pourquoi est-ce que les frères et sœurs de François se disputent? C'est cette scène-là. Regardez, il y a un feu derrière les enfants. Ils disent, j'ai froid. Ils ont tous froid. Donc, ils veulent être près du feu. Pourquoi est-ce que le père demande si François va mieux? Tu vas mieux? Et la mère dit, il est encore malade. Et lui, il dit, non, je vais bien. Donc, François a été malade. Et regardez la peau de François. Et la peau des parents. Les parents sont rouges et François est gris. Il est pâle, blasse. Qu'est-ce qui se passe sur le chantier du château? Alors regardez, le matin, François se lève avec le père. Là encore, ils sont très pauvres. Il y a beaucoup de personnes dans un lit. Vous voyez ça? Donc, François va au travail avec son père. Voilà le chantier. François et son père montent. Ils montent sur le toit. Et François porte les tuiles. Et il a un accident. Il tombe. Il dit « Aïe !»« Aua !»« Aïe !» Il s'est cassé la jambe. Vous voyez, il s'est cassé la jambe. Pourquoi est-ce que François doit quitter sa famille? Regardez. Il s'est cassé la jambe et deux mois plus tard, la mère dit « il boite encore ». Regardez, il boite, er hinkt, er humpelt. Ici à la campagne, il n'y a pas de travail pour lui. So kann er, auf dem Land findet er da keine Arbeit, die ganzen Arbeiten dort gehen nicht, wenn man humpelt. Il faut qu'il aille à la ville. Il faut qu'il aille, das ist der Subjonktiv. Es ist nötig, dass er geht. Tu vas aller à la ville. La ville. Da werden wir gleich danach gefragt, was das dann für eine ist. Pour apprendre un autre métier.
Er muss einen anderen Beruf lernen. Dachdecker wird nichts, wenn man humpelt. Où est-ce qu'il va avec son père? Chez qui? Un dimanche d'été, ein Sommersonntag. Il dit adieu et ils vont à Paris. Il y a les pauvres à Paris et tout ça. Le père parle à une personne et voilà, ils vont ici. Il dit mon ami, donc il va chez un ami. Aufgabenbesprechung, CDA, Page 47, Besprechung der Aufgaben C und D sowie der freien Aufgabe von mir. Die erste freie Aufgabe war, beschreibe den Alltag der Familie, was muss alles gemacht werden. Dann schauen wir es uns an. Es muss der Tisch gedeckt werden, es muss das Baby versorgt werden. Dann wird gekocht, dann gibt es hier den Auftrag, va chercher du bois, das heißt, es muss auch Holz geholt werden für das Holzfeuer hier unten. Ne? Dann wird gegessen, ist klar. Und zumindest der älteste Sohn muss morgens zur Arbeit. Außerdem seht ihr hier unten, wenn ihr genau nachlest, dass die Mädchen spinnen, Filature, und die Mutter beim Bauern arbeitet. Das heißt, auch die Frauen tragen zum Einkommen der Familie bei. Dann hatten wir Hinweise, dass es bei der Familie kalt ist. Der erste Hinweis, den haben wir schon bei der B gefunden, die drängen sich alle vors Feuer und streiten sogar, wer als nächstes am Feuer stehen darf. Der zweite Hinweis, den ihr überall seht, wenn Leute sprechen, dann dampft es. Ihr seht auch hier an diesen wackeligen Linien, dass die zittert und alle Mädels haben so einen Schal um die Schultern, um sich zusätzlich zu wärmen. Übrigens auch die Kopftücher waren damals keinesfalls um die Hüte nur irgendwie modisch oder so, sondern das war wirklich um den Kopf warm zu halten und weniger zu frieren, wenn man ein Kopftuch hatte. Der hier hat auch zum Beispiel eine Wollweste, das ist was ganz Edles. Dann hatten wir die Verben, da korrigiere ich dann eure Listen, die ihr habt. Wir hatten die C. Commencer en allemand la dernière bulle, page 51. Die letzte Sprechblase ist die hier. S'il reste avec moi, je le perds. Avec toi, j'ai une chance de le revoir un jour. Müssen wir erstmal überlegen, warum ist es für den Vater überhaupt so eine Sache, den zur Lehre zu geben? Ist doch normal, dass Kinder zur Lehre gehen. Aber, wenn ihr hier oben mal guckt, der Aufbruch am Sonntag und die Ankunft in Paris, das sind 3 Tage dazwischen, 3 jours plus tard, 3 Tage Fußmarsch, um überhaupt dahin zu kommen. Das heißt, der Sohn ist richtig weit weg jetzt und der Vater muss ja normalerweise arbeiten. Das heißt, der Vater kann auch nicht sich normalerweise 3 Tage Urlaub nehmen oder sowas. Der wird den Sohn vermutlich erst in ein paar Jahren wiedersehen. Dann ist die Stadt nicht gerade ungefährlich. Das heißt, es ist durchaus ein großer Schritt, diesen Jungen wegzugeben. Warum macht er es? S'il reste, je le perds. Wenn er zu Hause auf dem Land bleibt, werde ich ihn verlieren. Verlieren ist in dem Fall wörtlich. Ihr habt den Unfall gesehen. Ihr habt gesehen, wie unglaublich professionell hier das gebrochene Bein verarztet wurde. Das heißt, es besteht hier wirklich für den Jungen Lebensgefahr auf dem Land. Der ist nicht dafür gemacht, auf dem Dachstuhl rumzuklettern. Das ist für keinen ungefährlich. Und der Junge ist einfach zu schwach für diesen Job, für diese körperliche Arbeit auf dem Land. Es gibt sonst nichts. Der schafft es nicht auf dem Land, der muss einen anderen Job lernen. Den Job Pâtissier hat er anscheinend nach Einschätzung des Vaters gute Chancen, dass er den übersteht. Und damit auch, dass der Vater ihn eines Tages wieder sieht. Das heißt, es geht wirklich darum, ich gebe meinen Sohn weg, damit er überleben kann. Dann haben wir die D. Comparez la vie de François à votre vie. Ah, da gibt es natürlich ganz viel. Klar, die Lebensumstände.
Wir haben heute in der Regel gut isolierte Häuser. Es ist nicht bei jedem super kuschelig warm. Nicht jeder hat Saunatemperatur, aber so schlimm, dass wir im Haus die Wolken vorm Mund haben und dass es reinpfeift, wenn man die Tür öffnet, ist es in der Regel nicht. Wir haben auch in der Regel eine andere Heizung. Ihr seht auch hier diesen Lichtschein. Es gibt eine Kerze und ein Feuer. Das heißt, auch wenn man es hier so gezeichnet hat, dass man was sieht, es ist in dem Haus zappenduster. Wir schlafen auch in der Regel nicht zu viel in einem Bett, Gottlob. Es gibt auch bei uns etwas häufiger Fleisch als nur sonntags ein paar Speckwürfelchen in der Suppe. Oder es gibt Oder es gibt entsprechend Tofu. An der Stelle hat es mir dann den Speicher zerfetzt. Aber das macht nichts. Problem behoben. Ich spreche euch den Rest jetzt so drauf. Ihr könntet auch noch sprechen über die freie Berufswahl. François hat im Prinzip nur die Auswahl zwischen Zimmermann wie sein Vater oder die Familie komplett verlassen. Und auch dann musste der Vater anscheinend noch Beziehungen spielen lassen, um ihm eine andere Lehre zu verschaffen. Was ich spannend finde, ist, dass tatsächlich ich mir vorstellen könnte, dass bei uns an der Schule es Leute gibt, die ähnliche Lebensumstände schon erlebt haben. Leider. Ich hoffe, die Welt bleibt soweit intakt und wir müssen in Zukunft solche Lebensumstände erstmal nicht erleben. Vielleicht, wenn jetzt der Klimaschutz aktueller wird, ist der Luxus auch nicht mehr ganz so krass, wie wir ihn zurzeit noch haben in Deutschland. Interessant finde ich einfach den Unterschied Bildung, klar, den Unterschied Luxus, was hat man zu Hause, auch wie wenige Gegenstände es eigentlich in dieser Wohnung gibt. Es gibt auch irgendwie wenig Wechselkleidung, die haben alle den ganzen Tag das Gleiche an. Yummy. Wenig Abwechslung bei der Nahrung. Es gibt Suppe oder Suppe mit Speck. Alle diese Sachen sind natürlich schon heutzutage ganz anders. Ich bin gespannt, was euch noch so aufgefallen ist. Vielleicht fällt euch ein ganz anderer Unterschied auf. Auf jeden Fall bleibt es mir alle gesund. Hoffen wir, dass wir die Krise schnell wieder hinter uns bringen, dass wir dann wieder normal Unterricht machen können. Und ich bin gespannt auf eure Lösungen. Ihr wisst jetzt, was ich so im Kopf hatte. Tschüss!